Integrations, darüber habt ihr die Möglichkeit, diverse Komponenten aus der Home Assistant Community zu installieren. Und hier seht ihr jetzt sämtliche Erweiterungen für euer Frontend. Das Ganze ist auch echt umfangreich. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zum Thema Home Assistant, genauer gesagt zum Thema Home Assistant Community Store. Von Haus aus bietet Home Assistant ja doch schon eine große Kompatibilitätsliste. Also wir haben sehr, sehr viele Hersteller, die direkt nach Installation kompatibel sind, die direkt eingebunden werden können. Und auch was die Oberfläche angeht, haben wir schon eine vielfältige Möglichkeit, das Ganze zu individualisieren. Nichtsdestotrotz ist es wie bei jeder Individualsoftware, die sich der Anwender also auch selber so konfigurieren kann, wie er es gerne hätte. Es gibt einfach endlos viele Anforderungen. Heißt, jeder hat eine andere Vorstellung, wie soll das Layout aussehen, wie soll die ganze Oberfläche gestaltet sein. Jeder hat andere Geräte und andere Hersteller im Einsatz und. Und diese Vielfältigkeit ist natürlich sehr schwer für einen Hersteller in einem Produkt abzubilden. Home Assistant bietet da allerdings ja schon eine sehr gute Möglichkeit, alles seinen eigenen Bedürfnissen anzupassen. Nichtsdestotrotz reichen die von Haus aus mitgelieferten Bordmittel da meistens nicht aus. Und genau da setzt der Home Assistant Community Store an. Home Assistant selber bietet einem ja nur die Möglichkeit, die Produkte zu installieren, die komplett getestet sind, wo die volle Kompatibilität gewährleistet ist. Es gibt aber eben endlos viele Community-Projekte, die ebenfalls kompatibel sind oder die Kompatibilität von Home Assistant drastisch erweitern oder die Möglichkeiten bezüglich des Layouts erweitern, die aber eben so direkt in den Integrations nicht freigegeben wurden. Der Home Assistant Community Store ist eine Plattform, die es mir ermöglicht, im Home Assistant Projekte von Usern, die diese freigegeben haben, zu nutzen. Das Ganze unterteilt sich einmal in Integrations, also eher das Backend, was mir dann ermöglicht, diverse andere Geräte noch anzubinden oder. Und ins Frontend, also mit dem ich die Benutzeroberfläche, also das UI, erweitern oder anders gestalten kann. Der einzige Haken an der Sache ist, es wird nicht von Haus aus mitgeliefert, sondern ihr müsst das Ganze erstmal von Hand installieren. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt mal am PC an. So, am PC angekommen und wir sehen jetzt hier das Dashboard und wir sehen, unsere einzige Möglichkeit zurzeit Sachen zu installieren oder hinzuzufügen ist jetzt erstmal hier dieser Standard-Integrationsbereich, der ja doch, ich sag mal, verhältnismäßig spärlich noch aufgestellt ist. Die großen hat er hier natürlich schon irgendwo mit drin, aber es geht eben noch mehr. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wir gehen auf die Seite hex.xyz. Wählen hier oben den Punkt Installation. Hier sagt er uns als erstes mal, was wir alles benötigen. Wir brauchen Home Assistant mindestens Version 0.110.0 oder neuer, einen GitHub-Account, eine unterstützte Home Assistant-Installation, Zugriff aufs Dateisystem, wo Home Assistant liegt, Zugriff auf die Logfiles und eine stabile Internetverbindung. Dann gehen wir hier auf den Punkt Installation und laden uns als erstes mal das neueste Release von Hex herunter. Das finden wir hier unten, das ist diese ZIP-Datei. Die laden wir uns herunter, öffnen sie. So, und das Ganze müssen wir jetzt entpacken. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, er sagt uns, diese Datei muss in einem Ordner Hex entpackt werden mit diesem Inhalt. Und jetzt kommt der eigentliche Trick. Und zwar, wir müssen auf unser Config-Verzeichnis von unserer Home Assistant-Installation. Dazu geben wir im Explorer einmal doppelter Backslash und die IP von unserem Home Assistant ein. In meinem Fall 192.168.5.50. Und wenn ihr Enter drückt, müsstet ihr diese 6 Freigaben mindestens sehen. Welche uns interessiert, ist jetzt diese Config-Freigabe. Da wechseln wir rein und legen jetzt hier einen neuen Ordner an. Diesen nennen wir Custom-Components. Es kann sein, wenn das nicht eure erste Custom Component ist, dass dieser Ordner schon existiert, aber ansonsten müsst ihr diesen Ordner auf jeden Fall in dem Config-Ordner anlegen, also da, wo auch eure Configuration.yaml liegt.
So, wechseln da rein. Und in diesen Custom Components Ordner, da müssen wir jetzt diese Dateien rein entpacken. Und zwar legen wir jetzt hier noch einen neuen Ordner an und nennen den Hex. Und ziehen jetzt mal alle Dateien aus der gerade runtergeladenen hex.zip-Datei rüber. Hier ist das auch nochmal Schritt für Schritt erklärt. Wir wechseln wieder nach Home Assistant, gehen auf Einstellungen, Serversteuerung, sagen Konfiguration prüfen. Er sagt, es ist alles in Ordnung, also starten wir einmal neu, bestätigen und warten. Jetzt verbinden wir uns einmal neu mit unserem Home Assistant und jetzt müssen wir Hex nur noch hier in unserem Menü aktivieren bzw. der Konfiguration hinzufügen. Das steht auch hier in der Anleitung. You should now be done. Next part will be to add it to your configuration. Und dann seht ihr hier schon, before you start with configuration, you will need to go to GitHub to get a personal access token. Also wir müssen uns ein Zugriffstoken generieren in unserem GitHub-Account, damit Home Assistant in der Lage ist, über unseren GitHub-Login auf GitHub zuzugreifen. Dazu klicken wir hier auf Personal Access Token und ihr seht jetzt hier einen Link, github.com/settings/tokens. Da gehen wir drauf. Dann melde ich mich hier einmal an und danach klickt ihr hier oben einfach auf Generate New Token. Könnt hier noch einen Namen angeben. Hex habe ich jetzt schon vergeben, insofern nenne ich es mal Hex YouTube. Die Haken könnt ihr alle rauslassen. So, und jetzt bekommt ihr hier dieses Token. Und hier müsst ihr jetzt aufpassen. Achtung, diesen Token zeigt er euch nur jetzt ein einziges Mal an. Danach habt ihr nie wieder die Chance, dieses Token einzusehen. Also diese Seite auflassen, hier auf Kopieren klicken, dann habt ihr das Ganze in der Zwischenablage. Ansonsten markieren und Steuerung C. Hier ist das Ganze auch nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert, dass ihr hier unten nichts auswählen müsst. Und dann können wir hier auf den nächsten Schritt. Im Home Assistant gehen wir auf Konfiguration und klicken auf Integrations. Das machen wir jetzt mal. Gehen hier oben auf Integration. Dann seht ihr hier, wir sollen auf den Plus-Button klicken und nach Hex suchen. Das machen wir. Wir klicken hier auf Plus und suchen jetzt nochmal nach Hex. Und siehe da, hier sehen wir jetzt das Hex-System. Also das, was wir eben aus der ZIP-Datei entpackt haben und in unseren Config-Ordner kopiert haben. Das wählen wir aus. Das Ganze dauert dann einen kleinen Moment. So, und wenn die Installation abgeschlossen ist, dann fragt ihr euch nach eurem GitHub-Zugriffstoken. Und hier fügt ihr jetzt den Token ein, den ihr gerade eben hier von GitHub gemeldet bekommen habt, also den wir hier erzeugt haben. Den fügen wir hier ein, sagen Absenden. Bereich können wir hier leer lassen, wir sagen einfach fertig. Und dann seht ihr hier schon, auf der linken Seite haben wir einen neuen Menüpunkt Hex bekommen. Wenn wir da einmal draufklicken, dann sehen wir auch schon, Hex is waiting. Also er ist jetzt gerade noch am Installieren, warten wir das Ganze mal noch eben ab. Ja, hier sind wir jetzt wieder in unserem Menüpunkt Hex. Ich habe gerade den Home Assistant mal neu gestartet über Einstellungen Serversteuerung, weil irgendwie schien die nicht wieder von alleine zurückzukommen und ja, nach dem Neustart bin ich wieder hier auf Hex gegangen und jetzt sehen wir auch, Hex is starting up. Einige Informationen könnten eventuell so lange noch fehlen, das soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Wir sehen hier wenigstens jetzt mal die beiden Punkte, um die es mir geht, Integrations und Frontend. Integrations, darüber habt ihr die Möglichkeit hier unten auf Plus zu klicken und jetzt hier diverse Komponenten aus der Home Assistant Community zu installieren. Das sind also alles Plugins, die von der Community entwickelt wurden, von Home Assistant selber nicht speziell freigegeben sind, aber trotzdem bisher alles, was ich ausprobiert habe, war auch wirklich kompatibel, auch ohne große Probleme oder Einschränkungen nutzbar. Hier kann man also immer mal stöbern, wenn man in den normalen Einstellungen oder so nicht mehr weiterkommt, ob man hier vielleicht die passende Unterstützung findet, die man gerade sucht. Und ja, Integrations, wie der Name schon sagt, Integration, also wenn ihr irgendwelche weiteren Komponenten
in Home Assistant einbinden möchtet, dann ist Integrations der richtige Punkt. Wenn es euch ums UI geht, also das User Interface, hier die Oberfläche, wo ihr was einstellen oder konfigurieren oder auch schalten könnt, dann geht ihr auf Hex und dann auf Frontend. Könnt ihr hier unten auch wieder auf Plus klicken und hier seht ihr jetzt sämtliche Erweiterungen für euer Frontend. Das Ganze ist auch echt umfangreich. Wir werden auf das ein oder andere in den kommenden Videos mit Sicherheit einmal näher eingehen. Ja, soviel zum Thema Home Assistant Community Store. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen und euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt mir das gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Teilt mir gerne mal in den Kommentaren mit, welche Erweiterungen ihr so alle im Einsatz habt oder welche Erweiterungen ihr gerne im nächsten Video sehen möchtet. Und ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!